Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen aus Bichwil in der schönen Schweiz. Wir sind bei Vostag und ich begrüße Sie und begrüße euch ganz herzlich bei dem ersten Mysterienzyklus, der in Zusammenarbeit mit Vostag, mit Time to Do und mit Querdenken TV stattfindet und durchgeführt wird. Und ich begrüße heute ganz herzlich hier im Studio Udo Schulze. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast mit deinem Buch zusammen mit Guido Grant über die Staatsaffäre Natascha Kampusch, ja, ich sag mal so, einen Recherchedammbruch geleistet. Es ist ja ganz viel über dieses Thema geschrieben worden. Sie hat sich auch selbst geäußert, die Vater hat sich geäußert. Vielleicht für den Zuschauer vorweg, was ist das Neue an eurem Buch? Was ist das, was es unterscheidet von dem, was eben sonst so in den sogenannten Qualitätsmedien zu finden ist? Der Unterschied ist Qualität. Gut, sonst wärst du nicht hier, das ist völlig klar. Aber vielleicht geht noch ein Stichwort mehr dazu. Wir haben uns vorgenommen, im Gegensatz zu den anderen, wie du gerade richtig erwähnst, einmal die Hintergründe, die wirklichen Hintergründe, ja, ja, die gesellschaftlichen Begebenheiten darzustellen, die letztendlich zu diesem Fall Kampusch geführt haben. Und die auch dazu geführt haben, dass dieser Fall noch heute in Österreich und nicht nur in Österreich vertuscht wird. Also auf verschiedenen Ebenen haben wir gearbeitet, sind also vorgegangen, ähnlich wie Ermittler vorgehen, sind nur nicht vom Staatsanwalt gebremst worden, wie das bei den Ermittlern üblich ist, und haben die gesellschaftliche, die kriminologische und letztendlich auch die politische Ebene berührt und damit schon in Österreich einiges hervorgerufen, nämlich politischen Wirbel. Es gibt sogar in diesem Zusammenhang, also will man eigentlich nicht glauben, aber es ist so, ein sehr aktuelles Ereignis. Es ist in der vergangenen Nacht in Wien, zum ersten Mal in Wien, zu schweren Ausschreitungen gekommen zwischen Demonstranten und Polizisten. Da ging es um ein Treffen der FPÖ mit anderen Politikern aus anderen europäischen Ländern. Die FPÖ, also die ehemalige Haider-Partei, hatte dort geladen in die Hofburg und die hat auch in der, die BZÖ und die FDP ja natürlich nicht, die haben schon auf dem politischen Sektor im Fall Kampusch eine ziemliche Rolle gespielt und sind deswegen auch inzwischen in Österreich, noch weniger gelitten als vorher, weil sie letztendlich etwas aufgedeckt haben, was man, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht aufdecken soll. Vielleicht war also das unbewusst. Die Rolle, nur damit da kein Missverständnis entsteht, die Rolle besteht im Ansprechen und Aufdecken in dem Zusammenhang, nicht im Beteiligtsein. Da sind ja die beiden großen Parteien sehr viel stärker involviert. Richtig. Also die Schwarzen und die Roten, FPÖ und SPÖ. Richtig. Ja. Nur ist es so gewesen, dass eben diese Partei, diese ehemalige Haider-Partei, als schwarze Schaf schon immer galt und sich dann auch diesen Themenkomplex herausgesucht hat. Das Ganze gibt also immer noch ein Echo, immer noch einen Schatten, auch auf ganz andere politische Ebene, wie wir da an diesen Ausschreitungen gesehen haben. Es brodelt, seit Erscheinen unseres Buches brodelt es auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene in Österreich. Ja. Das kriegen wir in der Schweiz und in Deutschland nicht so sehr mit, aber die Verbindungen, die wir nach Österreich haben, sprechen noch heute davon, dass der Staat, wenn dieses Thema auch im Parlament behandelt wird, immer wieder wackelt und in Eruptionen verwickelt wird. Dass es Verbindungen auch zur BRD gibt, auf das Thema kommen wir noch. Ihr habt insofern auch was Besonderes in eurem Buch als originale Akten, die an sich ja nicht unbedingt für die Veröffentlichung und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, euch, ich sage jetzt mal, zugespielt wurden. Das ist der Vorteil, wenn man, wirklich investigativ als Journalist arbeitet, dass man dann auch mal gebrieft und gefüttert wird. Und die Akten haben ein anderes Bild produziert als das, was einem hier so, die Story ist ja lange im Keller eingeschlossen und im Grunde eine kindliche und danach jugendliche Gefangene und Schluss. Aber die Akten deuten ja auf was ganz anderes hin. Es ist tatsächlich so, dass wir als allgemeine Öffentlichkeit nur ein
Spielfilm vorgeführt bekommen von einem ehemals kleinen Mädchen, das entführt wird von einem sehr bösen Priklopil, jahrelang in einem Verlies gehalten wird und sich dann selbst befreit. Das ist eigentlich der Plot der ganzen Geschichte. In Wirklichkeit sprechen die Akten eine ganz andere Sprache. Grob zusammengefasst kann man sagen, die Akten sprechen davon, dass diese Entführung im Auftrag stattgefunden hat, dass Priklopil nicht der alleinige Täter war, dass das Kind später als Heranwachsende bzw. als junge Erwachsene längst nicht mehr in diesem Verlies gelebt hat, sondern in der Beziehung zwischen sich und dem Entführer letztendlich auch irgendwo Steuerungsfunktionen übernommen hat und dass eine ganze Gruppe von Tätern hinter diesem Fall steht. Eine Gruppe von Tätern, die sehr hoch angesiedelt ist. Das alles verraten die Akten. Das alles ist auch von den Polizisten, von den Ermittlern in Österreich klar und unvoreingenommen recherchiert worden. Aber die sind gestoppt worden. Ja. Von höherer Stelle. Um das Märchen, kann man ruhig sagen, des Alleintäters. Des Alleintäters aufrechtzuerhalten, ja. Der Alleintäter, der inzwischen auch Schwierigkeiten hat, noch sich zu äußern. Der hat erhebliche Schwierigkeiten, sich zumindest uns verständlich zu machen. Auf anderer Ebene wird er ja schon hinkriegen. Ja. Aber der gilt als tot, sagen wir es mal so. Weil er ist von einer S-Bahn überrollt worden in Wien, hat sich selbst umgebracht, sagt die offizielle Lesart. Es gibt aber anhand der Akten, anhand der Art, wie er zum späteren Mordort, Tatort gekommen ist, was er vorher dort gemacht hat, sprechen die Akten eine andere Sprache. Es sieht so aus, als sei er umgebracht worden. Also wir haben hier auch die, zumindest die Fragezeichen, die man artikulieren muss, dass das Ganze nicht jetzt, also er ist entdeckt worden und das Mädel hat sich befreit und jetzt ist er völlig verzweifelt und schmeißt sich für die nächste S-Bahn. Also diese Lesart ist nicht auszuschließen, aber es gibt auch Dinge, die auf was ganz anderes hindeuten. Es gibt einen Mann, sein bester Freund, ein Ernst H. Punkt, der will ihn zuletzt gesehen haben, der will mit ihm am Tag seines Todes, also Priklopils Todes, im Auto durch Wien gefahren sein und will ihn auch an die Stelle gebracht haben, wo er sich dann später angeblich auf die Gleise gelegt hat. Dieser ehemalige Freund spielt eine Schlüsselrolle, wird gedeckt, wird aus Ermittlungen rausgehalten, kann sich sehr geschickt aufgrund der Fähigkeiten und Verbindungen seiner Schwester sehr geschickt halten. Die hat welche Verbindungen? Die hat Verbindungen zu Militärs gehabt, die hat internationale Wirtschaftsverbindungen, hat möglicherweise, da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, juristisch, möglicherweise mit einem Kinderpornoring zu tun und spielt praktisch die Spinne im Netz. Ist sie, wenn man es salopp formulieren will, die Managerin ihres Bruders. Mhm. Und dieser Bruder sagt, Priklopil habe geäußert, sich umbringen zu wollen. Dafür gibt es aber keinen Zeugen. Es gibt aber eine Menge Umstände, die dagegen sprechen. Zum Beispiel ein Zettel, der berühmte Mama-Zettel, auf den Priklopil das Wort Mama gekritzelt hat. Das sollte eine Art Abschiedsbrief gewesen sein. Es gibt ein Schriftgutachten. Das Schriftgutachten sagt, das haben wir auch hier und das hat man uns auch zugespielt, es spricht sehr viel dafür, dass die Handschrift seines Freundes Ernst H. dort auf dem Zettel steht und nicht die Handschrift von Priklopil selbst. Also wobei ja das Wort Mama noch kein Abschiedsbrief ist. Also richtig. Ich meine, das ist zumindest eine ziemliche Kurzfassung dann eines Briefes, wenn da ein Wort steht. Aber wenn du sagst, die Hinweise gehen eher in Richtung seines Freundes, dann ist ja selbst die Story, das wäre ein Abschiedsbrief, so komisch die an sich schon ist, komplett geplatzt. Richtig. Hinzu kommt, es gibt an einer Trinkflasche in dem Fahrzeug des Freundes eine dritte DNA-Spur. Also es gibt DNA-Spuren von dem Freund, von Priklopil, und eine dritte DNA-Spur, männlich, die aber bisher nicht weiter untersucht worden ist, wahrscheinlich aus gutem Grund. Wir haben vermutet in unserem Buch, auch natürlich nach Gesprächen mit Ermittlern, die sich ja auch irgendwo mal Luft machen wollen, haben wir die Vermutung geäußert, dass diese dritte Spur von dem Mörder selbst stammt.
Also das heißt, in dem Auto sind nicht nur die beiden gesessen, sondern eine dritte Person nachweislich. Und die Polizei interessiert sich aber für diese dritte Person nicht näher. Sagen wir so, die Polizei hat sich nicht zu interessieren. Okay. Sie haben diese Spur festgestellt, aber es wurde ihnen gesagt, Priklopil hat sich selbst umgebracht. Wir brauchen nicht weiter ermitteln. Hier die Kräfte binden wäre sinnlos. Wir lassen das. Ja. Aber auch das, was du vorhin angesprochen hast oder zuvor angesprochen hast, dass es Hinweise oder Vermutungen gibt, dass er nicht der Einzeltäter ist, als der er dargestellt wird, ist auch etwas, was nicht weiter im Fokus der jetzt tätigen Ermittler ist. Das würde die schöne Story stören. Es gibt eine Reihe von Hinweisen. Der eine Hinweis ist, es gab ein kleines Mädel, ungefähr so alt wie damals Natascha Kampusch selbst. Dieses Kind hat die Entführung beobachtet und spricht nach wie vor von zwei Tätern. Einer habe am Steuer des Autos gesessen, der andere habe das Kind abgefangen, ins Auto gesetzt und man sei davon gefahren. Das behauptet die inzwischen junge Frau noch heute. Dann gibt es von Natascha Kampusch selbst die Aussage, sie sei in einen Wald gebracht worden. Priklopil habe dort hektisch telefoniert und sei enttäuscht wieder zum Auto zurückgekommen mit dem Hinweis, die wollen dich nicht mehr. Dann sei man gemeinsam zu dem Verlies gefahren, wo sie dann erstmal reingesteckt wurde. Und das Verlies wurde, das ist ja auch interessant, im Laufe ihrer Gefangenschaft erst ausgebaut. Es war, und das sagt auch die Polizei, es war so aufgebaut, dass es lediglich für einen Aufenthalt von 2-3 Tagen ausgerichtet war. Das alles deutet darauf hin, dass eine bestimmte Gruppe das Kind abholen wollte, Priklopil nur letztendlich Auftragstäter war. Ja. Und halt warten sollte, bis das Kind abgeholt wird. Das würde ja dann in dem Moment, wo er Auftragstäter ist, dann auch sehr gut zu dem Umstand passen, dass er, ich sag mal, sinnvollerweise daran gehindert werden soll, über die Hinterauftraggeber, Männer, Frauen, etwas zu sagen. Und das ist ja nun inzwischen dann auch eingetreten. Seltsam, dass ein Freund der Schwester von Priklopils Freund, technischer Leiter bei der österreichischen Bundesbahn war und genau für den Streckenabschnitt zuständig war, auf dem Priklopil gestorben ist. Das sind so Zufälle, die uns während der Recherche begegnet sind. Und das lässt auch relativ tief blicken, weil dieser Mann ist inzwischen auch tot. Und der ist wie auch Herzinfarkt oder hat er sich auf denselben Gleisabschnitt gelegt? Wie ist er umgekommen? Nee, der soll krank gewesen sein und dann an irgendeiner Herzgeschichte gestorben sein. Ja. Es gibt ja, um das, also gerade da wir jetzt anfangen aufzuzählen, wer alle gestorben ist, gibt es ja noch einen dritten, der, also eine ganz entscheidende Person im Zusammenhang mit der Ermittlung bei dem Fall Kampusch, der inzwischen ebenfalls nichts mehr aussagen kann. Das ist Oberst Franz Kröll. Ja. Das war der Leiter der Ermittlungen ganz am Anfang, der schon sehr früh darauf gekommen ist, dass da eine größere und mächtige Organisation hinterstecken muss, der auch intern gesagt hat, den Schriftverkehr haben wir auch im Buch. Wenn das zutage tritt, dann wird die Republik Österreich erschüttert. Der hat sich dann plötzlich aus Gram angeblich umgebracht. Er war wohl, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Linkshänder und hat mit rechts geschossen. Oder war Rechtshänder und hat mit links geschossen. Jedenfalls passte das nicht. Auf der Terrasse seines Hauses. Es wurde gesagt, er habe schon länger psychische Schwierigkeiten gehabt. Und der Fall sei ihm doch irgendwie über den Kopf gestiegen. Und da habe er Schluss gemacht. Was man natürlich offiziell nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass Kröll immer wieder gedrängt wurde, in die Einzeltäter-Theorie zu gehen und die Mehrtäter-Theorie fallen zu lassen. Der wurde also wirklich unter Druck gesetzt und zwar so, dass er seine Arbeit wirklich nicht mehr frei verrichten konnte. Die Botschaft hat sein Nachfolger verstanden oder wie muss man das heute bewerten, dass das etwas ist, wo man sinnvollerweise, wenn ich hier beruflich mit dem Aufklären dieses Falles betraut bin, die Finger von lasse, von welchem Thema und wo ich dann intensiv reingehe. Die Botschaft hat sein Nachfolger insofern verstanden, als er
von selbst keine Initiative ergriffen hat, sondern immer darauf gewartet hat, dass auch die Staatsanwaltschaft ihr Okay gibt zu bestimmten Ermittlungen, hat dann ermittelt, die Ergebnisse vorgelegt, die gewünschten, was natürlich auch wieder reiner Zufall war. Und ansonsten gab es dann später, das heißt im Jahr 2013, nochmal eine Kommission, in der im Übrigen auch das Bundeskriminalamt aus Deutschland, ich hätte bald gesagt, verwickelt war. Die haben festgestellt, also eine Einzeltäter-Theorie ist überhaupt nicht zu rütteln. Der Fall ist abgeschlossen. Ja. Also der Nachfolger von Kröll wusste genau, wenn er da irgendwie aus der Reihe tanzt, dann wird er auch depressiv. Kann es schnell passieren, dass er psychischen Schaden erleidet. Selbstmordgedanken plötzlich bekommt. Vielleicht sollten wir, weil Dinge jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, durchgeblitzt sind, ein bisschen was sagen zu dem sozialen Umfeld von Natascha Kampusch. Wo kommt sie her? Was ist das für ein Umfeld? Da gibt es ja dann auch, ich sag mal, etwas eindeutig, zweideutige Fotos. Was ist zu diesem ganzen Bereich ihrer persönlichen und privaten Kindheit und Umgebung der Eltern zu sagen? Also Natascha stammt aus einer Trabantenstadt, wie es sie in Europa in den großen Metropolen überall gibt. Ein Hochhausviertel wie vielleicht Berlin-Marzahn. Das ist ein sozialer Brennpunkt. Dort gibt es Kleinkriminalität, Alkoholprobleme, andere soziale Probleme, die sich auch in ihrer Familie abgespielt haben. Die Mutter war offensichtlich bekannt dafür, mal größere Männerbekanntschaften zu haben und auch schnell wechselnde. Natascha war viel allein, hat sich nach der Schule oft zu einer Nachbarin begeben, die dann auf sie aufgepasst hat. Sie ist offensichtlich auch zu Hause geschlagen worden. Sie lebte, man kann nicht sagen verwahrlost, aber so an der Grenze der sozialen Verwahrlosung. Es ist zwar so für sie gesorgt worden, aber doch nur das Mindeste. Und was eine wirkliche Familie ausmacht, nämlich Zusammenhalt und eine Basis, wo ein Kind sich darauf verlassen kann, das hat es nicht gegeben. Sie war oft auf sich allein gestellt. Ihre Eltern, der leibliche Vater, hatte zu der Zeit eine Bäckerei, hatte aber keinen großen Kontakt zur Familie. Die Mutter war auch geschäftlich tätig, also war niemand zu Hause letztendlich, der aufs Kind aufgepasst hat. Die haben sich häufig in einem Imbiss getroffen in Wien, wo auch Priklopil verkehrte. Das heißt, das, was wir recherchiert haben, wir haben mit Nachbarn gesprochen, wir waren auch in diesem Imbiss, das, was wir recherchiert haben, deutet ganz stark darauf hin, dass Priklopil und andere und die Familie oder ein Teil der Familie von Natascha sich vor der Entführung, weit vor der Entführung schon kannten. Viele sagen, das aber ist natürlich nicht so verifizierbar, wie man es gern hätte. Viele sagen, es wird so gewesen sein, dass sie irgendwann bei einem bierseligen Abend oder weinseligen Abend die Entführung abgesprochen haben. Du meinst auch die Eltern? Ihr meint die Eltern mit dem sogenannten mit dem Täter? Mit dem Täter, ja. Gibt es denn Hinweise, was die Eltern betrifft, auf, ich sag mal, das ist auch das Stichwort dann dieses Foto, dass es da einen Zusammenhang mit dem Thema Kinderpornografie gibt? Das ist ziemlich eindeutig, dieser Zusammenhang. Ja. Es sind Fotos aufgetaucht von der kleinen Natascha, vielleicht war die da 5, 4, sehr eindeutige Fotos, nackt in irgendwelchen Reiterstiefeln, nackt mit einer Stola. Es wurde offiziell behauptet, diese Fotos hätte eine Halbschwester von ihr gemacht. Das sind, und das haben wir überprüfen lassen von einem Experten bei der Kripo in Deutschland, das sind Anwerbefotos für Pädophile gewesen, die wohl auch irgendwo in dieser Hochhaussiedlung durch die Reihen gegangen sind und Verbreitung gefunden haben im dortigen Lebensraum von der Kleinen. Man kann wirklich nicht davon sprechen, dass das irgendwelche zufälligen Fotos sind, die vielleicht 2, 3 Jahre ältere Schwester mal aus Spaß gemacht hat. Ja, ja. Also eher eindeutig und nichts, was, ich sag mal, wie das Foto der einen Schwester von der anderen aussieht oder den Eindruck erweckt. Richtig, also das sind nahezu professionell erstellte Fotos, die in irgendwelche dunklen Kanälen zum Vorschein kommen und
da, naja, man kann es ruhig so sagen, Kundschaft suchen. Hat sie sich denn selbst zu diesem Thema in irgendeiner Weise geäußert? Gibt es im Zusammenhang mit den Ermittlungsakten Hinweise, dass die ganze Geschichte in diese Richtung gehen könnte und mit einer mehrjährigen Entführung in irgendeinem Verlies und Gefangenschaft, ich sag mal, nicht primär oder nicht ausschließlich etwas zu tun hat? Also sie hat vorsichtige Äußerungen getan. Als sie gefragt wurde, ob sie etwas über weitere Täter wisse, darauf hat sie geantwortet, ich kenne keine Namen. Das kann man natürlich so interpretieren, dass man sagt, sie weiß, dass es andere Leute gibt oder gab, weiß aber nicht, wie diese Leute heißen. Wenn es keinen weiteren gegeben hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, es gibt keinen anderen oder ich habe keinen anderen gesehen. Also das ist schon so, dass sie ganz bewusst wahrgenommen hat, schon früh während ihrer Gefangenschaft, dass dort eine Gruppe hintersteht. Ja. Aber offensichtlich ist es auch so, dass sie heute noch unter großem Stress und großem Druck steht und auch aus geschäftlichen Gründen die offizielle Geschichte aufrechterhalten muss. Nicht zuletzt ihr Vater, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Der leibliche Vater. Der leibliche Vater, ja. Ludwig Koch. Der sagt, meine Tochter wird erpresst. Und zwar wird sie erpresst von einem Ring von Leuten, der verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Also wäre vielleicht der Begriff, sie wird nicht erpresst, wird unter Druck gesetzt. Sie wird unter Druck, gesetzt, das wäre an sich das Richtige. Denn sie hat ja als Kind nicht nur nichts Böses getan, sie ist Opfer. Richtig. Und insofern wird sie unter Druck gesetzt. Und ich meine, wenn sie sieht, wie in ihrem Umfeld Depressionen um sich greifen, ist es natürlich so, dass man dann auch schon nachdenklich wird und sagt, also ich will nicht die Nächste sein, die dann also völlig verzweifelt ob des Lebens. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, dass diese immerwährende Gefangenschaft in dem Verlies nicht stattgefunden haben kann. In ihrem ersten Fernsehinterview wird sie angekündigt und der Moderator sagt, er bittet die Zuschauer um Entschuldigung, aber Natascha Kampusch werde während des Interviews häufiger mal die Augen schließen müssen, weil das grelle Licht der Scheinwerfer, der Kamera, ihre Augen stört. Die Augen waren über Jahre hinweg nur an Dunkelheit gewöhnt. Sie macht das dann auch, schließt während des Interviews immer mal die Augen. In ihrem eigenen Buch aber schreibt sie, dass über Jahre hinweg in dem Verlies das Licht nicht ausgeschaltet wurde. Hm. Beides geht nicht. Beides ja. Kann nicht gehen. Eins muss falsch sein, gelogen sein, erfunden sein. Das deutet schon darauf hin, dass diese offizielle Geschichte eigentlich ein Lügengebäude ist. Und dieses Lügengebäude, und da hat unser Buch auch mit für gesorgt, fängt an zu wackeln, bröckelt an verschiedenen Stellen und droht einzustürzen. Ja. Du hattest jetzt gesagt, sie wisse keine Namen gesprochen und davon geredet, dass sie also auf die Frage, ob es dann noch andere Täter gab, sie wisse keine Namen. Habe ich das falsch verstanden oder ist es so, dass in den Ermittlungsakten ein Hinweis von ihr, dass sie zwar keine Namen kenne, aber bestimmte Leute am Fernsehen wiedererkannt hat? Das gibt es, ja. Sie hat wohl den einen oder anderen wiedererkannt. Bei Nachrichten oder bei... Ja. Misst aber dem offensichtlich und offiziell keine große Bedeutung zu. Nach dem Motto, den habe ich irgendwo mal gesehen, das war irgendein Freund wohl von dem Priklopil oder wie auch immer, den habe ich so aus dem Augenwinkel beobachtet. Es ist ja auch so, dass sie mit Priklopil unterwegs war. Nachbarn sagen, die sind wie ein ganz normales Paar unterwegs gewesen. Es gab die Situation, dass Priklopil und sie zusammen im Auto fuhren, von der Polizei angehalten wurden. Und sie es offensichtlich nicht fertiggebracht hat, aus welchen Gründen auch immer, dem Polizisten, der am Auto stand, zu sagen, holen Sie mich hier weg, der hat mich entführt. All das deutet doch darauf hin, dass irgendwann eine Art Freiwilligkeit stattgefunden hat. Beziehungsweise bei ihr der Gedanke, ich will nicht wieder zurück in die von mir geschilderten sozialen Verhältnisse. Mhm, dann nehme ich lieber in Kauf, bei dem zu bleiben und habe die Regie. Diese Überlegung mag eine Rolle gespielt haben. Gut, man weiß natürlich auch nicht, auch zu dem Zeitpunkt, wenn ihr leiblicher Vater heute davon spricht, dass sie Pressionen und Druck ausgesetzt ist, was sie damals ausgesetzt war, ob dann eine solche, ich meine, wer glaubt so jemanden dann vielleicht in den Details
Und auch in Gefängnissen oder sonst wo kann eine Menge passieren, weiß man nicht. Jetzt heißt euer Buch, und das schimmert ja jetzt schon so ein bisschen durch, Staatsaffäre Natascha Kampusch. Bislang sprechen wir von einem Einzeltäter mit möglichen Hintergründen, und zwar einem behinderten Ermittlungsverfahren, einem urplötzlich verstorbenen Ermittler, der wohl in die falsche Richtung ermittelt hat. Was macht aus dem Ganzen denn die Staatsaffäre? Da gibt es auch wieder mehrere Komponenten. Die eine, der starke Drang innerhalb der Ermittlungsbehörden, oben steht natürlich die Staatsanwaltschaft, das Justizministerium, der starke Drang, die Wahrheit zu vertuschen. Allein das ist ja schon eine Affäre, wenn Institutionen, die der Wahrheit verpflichtet sind, so vorgehen. Dann haben wir auch einen Geheimdienstfall, der da reinspielt. Einen österreichischen Geheimdienstfall, da geht es grob erklärt darum, dass ein Offizier des Heeresnachrichtendienstes, also das, was bei uns der militärische Abschirmdienst ist, ja, also ein Geheimdienst, dass der im Zusammenhang mit einem Kollegen, auch vom Bundesheer genannt wird, der wiederum im Telefonspeicher des Freundes von Priklopil auftaucht. Des besagten Transporteurs zum Todesgleis nachher. Ja. Unter Be Kind Slow. Ja. Wird dieser Offizier dort geführt in dem Telefonspeicher von Ernst H., der also eng mit Priklopil befreundet war. Es ließ sich nicht wirklich klären, warum der dort geführt wird in dem Speicher. Der Mann ist auffällig geworden durch, pornografische Fotos von sich selbst. Dieser österreichische Militär- genau, oder Geheimdienstoffizier. Richtig. Ja. Pornografische Fotos von sich selbst, die er ins Internet gestellt hat. Darauf ist natürlich dann das Bundesheer aufmerksam geworden, hat Untersuchungen angestrengt. Das heißt in Österreich der Fall Dürer, weil dort irgendwo ein Dürer-Gemälde auch zu erkennen ist. Und dieser Mann hatte mit seiner Frau zusammen Verbindungen zu dem russischen Militärattaché an der Botschaft in Wien. Die haben sich zu vergnüglichen Wochenenden getroffen, die beiden Paare. Der Offizier und der Militärattaché sind zusätzlich noch, und jetzt kommt Deutschland mit ins Spiel, an die Bundeswehrführungsakademie nach Hamburg gereist. Aber nicht, um sich da weiterzubilden, sondern um vergnügliche Stunden mit wem auch immer zu verbringen. In der Bundeswehrakademie? In der Bundeswehrakademie, beziehungsweise... Aha. Ich wusste gar nicht, dass die dafür auch zuständig ist. Aber die sind auch für die Fürsorge ihrer Soldaten zuständig. Ja, klar. Also, Nee. Die kämpfen, man lernt nie aus, lieber Udo. Die kämpfen an allen Fronten. Das ist. Und damit ist dieser Fall natürlich auch eine deutsche Staatsaffäre geworden. Einer der beiden Herren, nämlich derjenige, der den Fall Dürer ins Leben gerufen hat, sozusagen, der lag plötzlich tot, so sagt man, auf einem Autobahnparkplatz bei München. Halboffiziell ist er an einem Herzinfarkt gestorben, also die koronaren Erkrankungen sind da ziemlich weit fortgeschritten in dem Bereich. Angeblich bei Verwandten in München. Wir haben nachrecherchiert, ich habe beim Bundesnachrichtendienst, bei den Autobahnpolizeien, beim Bayerischen Landeskriminalamt etc. nachgefragt, ob der Fall dort bekannt sei. Natürlich ist er da nicht bekannt. Also wäre jetzt der vierte Tote? Das wäre der vierte. In dem gesamten Komplex. Jetzt schimmert das durch, jetzt sind wir aber immer noch nicht, also auch wenn das ein Punkt ist, den du angesprochen hast im Zusammenhang mit ihrem sozialen Umfeld, bei dem Thema Kinderpornografie, spielt das im Zusammenhang mit Natascha Kampusch dann unabhängig davon, dass es wohl offensichtlich die eigene Mutter oder die eigenen Eltern gegebenenfalls sie angepriesen haben, spielt denn das auf der Staatsaffäre das Thema auch eine Rolle? Das spielt insofern eine Rolle, als dass sie ganz neue Erkenntnisse, die wir jetzt aus Österreich bekommen haben, spielt insofern eine Rolle, als letztendlich die österreichische Armee mitverwickelt sein könnte. Und da muss man ja sehr vorsichtig sein. Und zwar geht es darum, dass diese Teile der Armee, der österreichischen, in Afghanistan stationiert waren, im Irak,
Und offensichtlich gibt es einen dunklen Kanal, über den nicht nur Waffen und Drogen geschmuggelt werden von Afghanistan nach Europa, sondern auch Kinder. So brutal das klingt, das ist wirklich ein Markt für bestimmte Teile von den Streitkräften, aber auch für andere, da muss man ja sagen, kranke Menschen in Europa. Und dort soll es eine Verbindung geben. Deswegen auch die Leute vom Bundesheer mit dabei. Es gibt die Begebenheit, dass beispielsweise der ehemalige Chef von Blackwater. Ich wollte gerade sagen, den haben wir ja auch noch, dass wir den nicht vergessen. Ja. Der Herr Prinz. Ja. Genau. Dass der sich in Österreich angemeldet hat, dort Wohnsitz genommen hat und sich wohl für eine Flugzeugfirma interessiert hat, wahrscheinlich im Auftrag interessiert hat, die Drohnen herstellt, unter anderem. Und dieser Flugzeughersteller hatte einen Geschäftsführer. Dieser Geschäftsführer wiederum ist der Mann von der österreichischen Bundesbahn gewesen, der für den Streckenabschnitt zuständig war, auf dem Triklopil gestorben ist. Ja. Also da gibt es eine Verbindung. Das müssen wir noch recherchieren. Dann wird die Staatsaffäre eigentlich zu einer internationalen Affäre. Bisher ist es so, dass die immer noch höfische Gesellschaft in Österreich, das ist sehr wichtig, weil die anders funktioniert als beispielsweise die deutsche oder schweizerische Gesellschaft, dass die ja von Günstlingen besetzt ist, die versuchen bestimmte Tatbestände, nämlich eben die Hintergründe dieser Geschichte, zu vertuschen, unter den Tisch zu kehren und nach außen hin ein sauberes Bild zu geben. Ja. Wenn es dieses Thema mit diesem Foto und mit dem Hinweis, dass das ganz offensichtlich, also Eltern, Mutter, wie auch immer, angepriesen oder verteilt wurde, gibt es denn sowas wie ein Ermittlungsverfahren dann gegen die Mutter? Denn auch das, was sie dann mit dem eigenen Kind oder mit einem anderen, das wäre ja völlig egal, getan hat, wäre ja etwas, was strafrechtlich relevant ist. Das stimmt, aber es gibt kein Verfahren, weil es letztendlich keine Beweise gibt. Das mag unterschiedliche Gründe haben, aber es gibt keine gerichtsfesten Hinweise oder Beweise, die es nach österreichischem Recht zulassen würden, ein Verfahren zu eröffnen. Was nicht heißt, dass die Frau nicht unter Beobachtung steht von Ermittlern und was nicht heißt, dass sie nicht verdächtigt wird. Sie selbst hat natürlich auch dagegen geklagt und ihr ist zunächst mal Recht gegeben worden. Auch, dass ein ehemaliger Richter behauptet, sie sei darin verwickelt, dagegen hat sie auch geklagt und gewonnen. Aber die Geschichte ist in Österreich noch nicht ausgestanden. Aber offiziell wird gegen die Mutter nicht ermittelt. Also insofern ist jetzt aus der Ermittlungsschiene des offiziellen Österreichs mit dem Tod des Täters im Prinzip das Kapitel abgeschlossen und erledigt. Das ist... Also ihr ermittelt, aber die nicht mehr. Genau, zur Freude vieler in Österreich ist das offiziell beendet. Wir sind noch dabei, wir haben auch, wie schon erwähnt, unsere Leute dort in Österreich, die daran interessiert sind, dass die Wahrheit herauskommt. Allein schon deswegen, weil sie alle, mit denen wir in Kontakt sind, davon überzeugt sind, dass der Franz Koll ermordet wurde, der sehr beliebt war unter den Kollegen. Allein das treibt schon den einen oder anderen an, da mitzuhelfen. Also offiziell ist das beendet und das ist ja ähnlich wie in Deutschland beim Fall NSU. Ich wollte, bevor wir ganz kurz den Bogen schlagen, denn es gibt ja diese Einzeltätergeschichte, ist ja so eine ganz beliebte Geschichte, die sich auch durch die Geschichte zieht, noch das Stichwort Lukona-Affäre. Vielleicht sollte man da noch, was ist da der Hintergrund, was ist das, warum spielt hier noch eine ganz andere Geschichte in dieses Thema mit rein? Die Lukona-Affäre in Österreich war eine, ja, im Grunde Betrugsaffäre. Es ging darum, dass honorige Herren, auch aus der Politik, sich in Wien gern getroffen haben in einem Club und ausgemacht haben, wir betrügen eine Versicherung. Es wurde ein Schiff, nämlich Lukona, geschartert, auf dem angeblich, ich glaube, eine Erzaufbereitungsanlage transportiert werden sollte. In Wirklichkeit war das Schrott, was auf dem Schiff war. Man ließ das Schiff auslaufen,
Man ließ das Schiff kentern, es fand eine Explosion, wie sich später herausstellte, eine herbeigeführte Explosion auf dem Schiff statt. 6 Menschen starben, das Schiff ging unter und man kassierte riesige Summen von der Versicherung. Das hat natürlich erstmal mit dem Campusfall nichts zu tun, aber die Strukturen, die dahinter stecken, die Art der Vertuschung, der Verdeckung, dieses sich gegenseitig decken und die Hände reichen, das ist so abgelaufen, wie halt auch diese Staatsaffäre Campusch abgelaufen ist. Darauf hat Kroll hingewiesen. Das ist praktisch auch ein, wenn man so will, ein Sargnagel für ihn gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Dieses Einzeltäter-Thema ist ja auch eines, was wir erlebt haben bei dem Oktoberfest-Attentat in München 1980, wo es ja auch Zeugen gibt, also genau wie von dem Mädchen, wo du sagst, mit der Entführung, das ist beobachtet worden, mehr als eine Person. Auch da gibt es Zeugen, wie Gundolf Köhler mit mehreren im Auto zur Wiesn gebracht wurde und man stur bis auf den heutigen Tag das Ganze in diese Einzeltätergeschichte, der dann auch das ist ja total praktisch, sich selbst mit in die Luft gejagt hat und damit das Thema natürlich auch erledigt ist. Also irgendwie so eine Masche, die ganz gut funktioniert. Man hat den Schuldigen und der Schuldige muss schweigen, aufgrund von nicht mehr physischem Vorhandenseins. Das ist ein sehr beliebtes Spiel im deutschsprachigen Raum. Und nicht zuletzt eben die angesprochene Geschichte NSU. Dort ist es ja nicht anders. Da gibt es zwei in Anführungsstrichen Tatverdächtige, Mundus und Bönhardt, die sich beim Anblick hoch qualifizierte Killer, muss man dazu sagen, also angeblich, die sich beim Anblick von zwei Polizisten derart erschrecken, dass sie sich gleich erschießen. Und zwar gegenseitig, gleichzeitig und synchron. Und auch noch ihren Wohnwagen anzünden. Ja. Der Dritte, der da rausgekommen ist aus dem Wohnwagen, spielt erstmal keine Rolle. Den Leute gesehen haben. Nun ja, also da gilt wieder diese Zweier-Täter, muss man ja eigentlich sagen, Täter-Theorie. Aber es ist im Grunde so, jene, die aus der Reihe tanzen könnten, um sich selber zu retten, werden geopfert, bleiben tot auf der Strecke. Und es ist dann, als hätten die einen Trichter, wo man alle ungelösten Fälle reinstecken kann, alles, was man über Jahre hinweg versucht zu lösen, aber nicht lösen darf, den in die Schuhe schiebt. Das ist eine ganz beliebte Sache. Wir sehen das ja jetzt in München vor Gericht, wo der NSU-Komplex verhandelt wird. Es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass diese beiden auch nur an einem Tatort waren. Und das wird auch so weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, habe jetzt auch dazu was geschrieben, also ein Buch, bin der festen Überzeugung, dass wir hier auch eine Art Fall Priklopil haben oder Köhler. Das ist die Masche, mit der die Öffentlichkeit letztendlich gesteuert werden soll in ihrer Meinung und in ihrer Auffassung. Das ist ja sehr wichtig. Die Behörden würden alles tun. Natürlich tun die alles. Die tun alles, um die Aufmerksamkeit und die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Man muss aber natürlich wissen, das weiß ich in der Tat nicht, wie das in Österreich ist, aber in der BRD hast du ja eine Struktur, eine höchst problematische Struktur, was die sogenannte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften betrifft. An der Spitze der jeweiligen Bundesländer stehen politische Beamte als die jeweiligen Generalstaatsanwälte. Und insofern hast du eine Staatsanwaltschaft, wo die darunterliegende Staatsanwaltschaftsstruktur abhängig ist von den Weisungen des jeweiligen Generalstaatsanwaltes. Und das, wie gesagt, ist eine politische Figur. Also eine unabhängige Justiz. Ich habe keine Ahnung, ob das in Österreich eine ähnliche Struktur ist. Ist das natürlich nicht. In Österreich sind die Strukturen ähnlich wie in Deutschland. Sie sind etwas verästelter, aber letztendlich in ihrer Wirkung genauso. Und wir haben ja in Deutschland auch, nicht nur, auch in Österreich, letztendlich ganz an der Spitze immer den Justizminister, der ja auch noch dem Generalstaatsanwalt gegenüber weisungsbefugt ist. Und wenn der Justizminister sagt, ohne Begründung übrigens, hier wird nicht ermittelt, wird er nicht ermittelt. Das heißt, es gibt keine unabhängige oder nicht völlig unabhängige Justiz, offensichtlich aus gutem Grund.
die Struktur in Österreich ist ähnlich. Es geht darum, wenn Fälle sich ereignen, die politisch brisant sind, nicht gewollt sind, einfach die Bremse reinhauen zu können. Das ist also ganz offensichtlich. Man kann sich keinen anderen Grund vorstellen, warum denn ein Politiker letztendlich bestimmen kann, ob in einer Straftat ermittelt wird oder nicht. Ja. Nee, das ist ja etwas, was wir kriegen in den Schulen beigebracht, wie wichtig Gewaltenteilung ist und was mit genau dieser Gewaltenteilung zwischen derjenigen, also der Legislative, Exekutive und Judikative, die wichtig ist. Montesquieu hat gesagt, wenn zwei von denen in einer Hand sind, spricht er von einer Diktatur. In dem Moment, wo das der Fall ist, und das können wir hier in solchen, wir können es im Fall Barschel feststellen, wir können es in vielen anderen Möllemann und anderen Fällen feststellen, hast du eine Situation, wo die Dinge deckungsgleich sind. Und das sind, wie gesagt, nach dem großen Aufklärer Merkmale einer Diktatur. Und das haben wir hier beim Fall NSU ja letztendlich ähnlich. Wir sehen das ja aktuell im Fall NSU vor Gericht, dass nicht nur, und das ist ja blamabel für einen solchen Staat, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Bundesanwaltschaft, Weisungsempfänger ist, sondern dass die Exekutive, in dem Fall die Geheimdienste, die Justiz vorführen, lächerlich machen, bestimmte Akten nicht herausrücken, bestimmte Akten vernichten, mit Aussagegenehmigungen Schach spielen und sagen, naja, ihr könnt hier fragen, wie ihr wollt, unsere Aussagegenehmigung sieht das nicht vor, also sagen wir nichts. Das heißt, die stellen sich selber praktisch Genehmigungen aus, nichts sagen zu dürfen oder sagen zu müssen. Und das Gericht steht dann da und muss sich damit zufrieden geben. Also letztendlich das in einem angeblichen Rechtsstaat. Angeblichen Rechtsstaat. Ja. Sie stellen sich damit außerhalb des Rechtes, dass ein Geheimdienst bestimmte Dinge und nicht sagen und bestimmte Personen auch schützen muss, ist völlig klar. Das ist auf der ganzen Welt so. Aber in dem Moment, wo es hier um Mord oder wo es um Kinderpornografie oder hier bei NSU um eine ganze Mordserie geht, kann es nicht sein, dass die Leute einfach keine Aussagegenehmigung bekommen. Wir haben aber bei NSU ja auch, insofern ist das auch so eine ähnliche Geschichte, die Verquickung wiederum mit ausländischen Geheimdiensten. Das ist richtig. Hier haben wir das im Fall der Staatsaffäre Kampusch und auch im Fall NSU. Das passt also nahezu deckungsgleich. Wir haben im Fall NSU nicht nur, aber auch den türkischen Geheimdienst mit im Boot sozusagen, den MIT, der über Jahre hinweg Strukturen in Deutschland aufgebaut hat, auch innerhalb der türkischen Arbeitnehmerschaft. Das wird jetzt zu weit für eine Einzelheit zu erklären. Aber es ist so, dass ausländische Geheimdienste eine wesentliche Rolle spielen, genauso wie hier im Fall Kampusch. Du hast den amerikanischen Geheimdienst mit dabei im Zusammenhang mit dem ominösen Tod einer Polizistin bei dem NSU-Thema, wo ja auch die Story vorne hinten nicht stimmt. Einer der vielen amerikanischen Geheimdienste. Manchmal glaube ich, 70% aller Amerikaner würden beim Geheimdienst arbeiten. Weil es eben so viele gibt, die brauchen ja Personal. Ja. Einer ist ja weg, der Snowden, der muss ja ersetzt werden. Durch mehrere wahrscheinlich. Ja, es ist in der Tat so. Also in Heilbronn, beim Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter spielt auch ein amerikanischer militärischer Geheimdienst eine Rolle. Islamisten, V-Leute, Drogenhändler aus dem Osten Europas. Letztendlich auch irgendwas Österreichisches, habe ich sogar festgestellt. Also offensichtlich ist es so, dass es im osteuropäischen und westeuropäischen Bereich Organisationen gibt, die letztendlich zusammenarbeiten, was allerdings anhand der Taten, die sie begehen, erstmal nicht ersichtlich ist. Also es kann durchaus sein, dass zwischen bestimmten Teilen derer, die hinter der Staatsaffäre Kampusch stecken, ein Zusammenhang besteht zu einer Organisation, die irgendwo mit dem Bereich NSU korrespondiert. Also da bin ich gerade bei, das zu recherchieren. Kann so viel sagen, dass diese Bundlos-Böhner-Zschäpe-Story wirklich nur eine Geschichte ist beim Kaffeetrinken, kann man die sich mal erzählen. Letztendlich steckt da ganz was anderes hinter. Da geht es um eine hohe Gesellschaft
innerhalb der unserigen Gesellschaft, der europäischen allerdings, nicht nur der deutschen, die sich zu einer Organisation zusammengesetzt hat oder gefunden hat, wie immer man will, die höchst effektiv arbeitet auf dem Sektor des politischen Mordes. Aber das würde jetzt wobei wir, ja, wir sind durchaus auch, ohne dass das schlimm ist, ein bisschen zu deiner neuesten Publikation, die sich mit dem Thema NSU befasst, gesprungen. Aber da die Dinge, auch die Machenschaften durchaus vergleichbar sind und das Vertuschungshandwerk und die Handschrift durchaus vergleichbar ist, ist das etwas, was ein grundsätzliches Krankheitssymptom unserer Gesellschaft ist. Ich meine, wenn wir hier von einer Mordserie reden, und man konnte ja vor Jahren in türkischen Zeitungen, vor vielen Jahren nachlesen, wer dahinter steckt, was es an Vermutungen gab, das wissen wir aus den türkischen Ermittlungen, türkischen Kripo, aber auch türkischen Publikationen, dass das was mit Drogen, dass das was mit Mafia zu tun hat, dass das mit rivalisierenden Drogenbanden zu tun hat. Und daraus wird eine ausländerfeindliche, nationalsozialistische Rührselstory gemacht, aus politischen und aus sonstigen Gründen. Dann ist das ja an Geschmacklosigkeit eigentlich auch an Verschleierung und Vertuschung der wahren Sachverhalte nicht mehr zu überbieten. Richtig, es gibt ein Beispiel für die mögliche Verstrickung türkischer Geheimdienste oder des türkischen Geheimdienstes. Der Fall Kolbstraße in Köln, Explosion einer Fahrradbombe. In Deutschland lebender Türke hatte seinen Bruder, Geheimdienstoffizier, zu Besuch in Deutschland. Und man hat dann den einen oder anderen Freund und Verwandten innerhalb Deutschlands besucht und war auch in der Kolbstraße in Köln, kam aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justament in diesem Augenblick wird der Geheimdienstoffizier, der türkische, als Besucher in Deutschland Zeuge dieser Bombenexplosion. Das sind Zufälle, die mag es geben, aber man will nicht wirklich daran glauben. Ja. Naja, und die Vergleiche, die du dann angesprochen hast, dass die beiden sich dann gegenseitig umbringen, dass es einen Dritten gibt, der in dem Wohnwagen drin war. Kein Mensch dieser Spur und diesem Hinweis nachgeht. Das ist wie bei Köhler, das ist wie bei Natascha Kampusch. Also all diese Dinge, die dann politisch nicht mehr gewollt sind, da wird das Recht gnadenlos geopfert. Und das ist eigentlich die gemeinsame Überschrift und das wirklich Traurige. Das hat mit einem Rechtsstaat und einem freiheitlichen Staat nichts zu tun. Also man kann sagen, in allen Fällen, als überspannende Zeile, Überschrift, das Recht ist immer nur für die da, die sowieso kein Recht bekommen. Die letztendlich die Zügel in der Hand haben und die Geschicke lenken, die haben ein eigenes Recht, wie immer sich das auch zusammensetzt. Es ist auf keinen Fall demokratisch. Ja. Karl Marx hätte das formuliert, dass das herrschende Recht das Recht der Herrschenden ist, in Abwendung eines anderen Satzes von ihm. Aber das bringt es letztendlich auf den Punkt. Und der Zynismus, das vielleicht noch zum Abschluss, der Zynismus, mit dem hier gearbeitet wird, ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Mundlos wie Böhnhardt Statisten bei ARD und ZDF, bei Tatort und Küstenwache sind. Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz, was da Irrsinniges im deutschen Unterhaltungsfernsehen stattfindet. Es gab Jahre vor Entdeckung, muss man ja sagen, des NSU. Diese offizielle Entdeckung war ja am 4.11.2011. 2011. Ja. Die Küstenwache ist 2001, glaube ich, oder Tatort, und das andere ist 2004. Also es ist ein Jahrzehnt vorher. Ja. Gab es eben diese besagten beiden Folgen, Küstenwache und Tatort. Küstenwache spielt in Norddeutschland an der Küste und es war auch zeitlich nicht weit weg von dem Mord in Rostock an dem türkischen Geschäftsmann. Dort wurden in einer fiktiven Akte die Bilder von Mundlos und Böhnhardt gezeigt. Die waren zwar damals in der Fahndung, aber man nimmt grundsätzlich beim Fernsehen, wenn man in einem Krimi irgendeine Akte nachempfinden muss, Fotos von Mitarbeitern. Die fragt man und dann wird da eine Akte in der Requisite gebaut und diese Akte wird verwendet. Man nimmt nie Menschen, die tatsächlich gesucht werden oder von denen man glaubt, sie würden gesucht, es sei denn, man hat den Auftrag, das zu tun. Ganz offensichtlich sollte die Zuschauerschaft
schon einmal unterschwellig an den Anblick von Mundlos und Böhnhardt gewöhnt werden. Mhm. Die ja da in den Sendungen, ohne verurteilt zu sein, also sonst, du hast dich hier korrekt im Zusammenhang mit dem Transporteur zum Gleis bei dem Natascha Kampusch-Täter immer von H. geäußert, hast du den Namen nicht gesagt. ARD und ZDF haben die Klarnamen aufgedeckt und du konntest die lesen, du kannst die heute noch lesen. Ja. Das richtige Geburtsdatum, der richtige Geburtsort, also die Personalien haben gestimmt, was an sich schon journalistisch ein Unding ist, weil die Leute ja erst einmal nicht diejenigen sind, die man hier vorführen kann, solange sie nicht verurteilt sind. In einer Folge dieser besagten Kriminalserien ging es aber bezeichnenderweise um Islamismus? Islamismus, richtig. Ja. Und um Unregelmäßigkeiten bei der Bundeswehr, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Und eine der beiden Folgen, ich glaube, es war die Tatortfolge, nannte sich dementsprechend Bestien. Also man sieht, dass hier deutlich manipuliert werden sollte. Als Ausrede, anders kann man das ja nicht formulieren, wurde von der Produktionsfirma oder von beiden Produktionsfirmen unabhängig voneinander gesagt, eine Praktikantin hätte die Akten frisiert sozusagen. Und man könnte jetzt nicht mehr herausfinden, welche Praktikantin. Also in beiden Fällen. In beiden Fällen. Und zwar sind das zwei verschiedene Produktionsgesellschaften, genau. Haben zwei ganz, ganz bösartige Praktikantinnen, von denen man heute nicht mehr weiß, war diese Fotos da rein. Mit Klarnamen, mit echten LKA-Akten. Großartig. Ja. Das ist gutes Personal. Also ich weiß von meiner Zeit beim Fernsehen, dass in der Requisite keine Praktikantinnen beschäftigt werden, die solche Aufgaben übernehmen. Eine Akte herzustellen, dazu bedarf es schon noch einer gewissen Ausbildung. Und das machen eben die Requisiteure, die haben das gelernt, das macht kein Praktikant. Wenn du sagst, das ist an sich ein guter Hinweis, der eine von den beiden hieß Bestien und hier sollten offensichtlich die Bevölkerung an bestimmte Gesichter gewöhnt werden, dann stellt sich natürlich wirklich die Frage, wer führt hier eigentlich Regie? Wer ist eigentlich derjenige, der hier auch im Medienbereich den Ball, also wirklich weisungsgemäß ARD und ZDF zuspielt und die setzen das dann genauso um. Also dieses Märchen mit der Praktikantin ist natürlich dummes Zeug. Und das Spannende ist, die Dinge sind ja jetzt vor ganz kurzer Zeit auf YouTube gestellt worden und die Reaktion ist keine Stellungnahme von ARD und ZDF, sondern die Reaktion ist, dass das ZDF sofort Urheberrechtsansprüche geltend gemacht hat und gesagt, das Video ist jetzt bei YouTube gesperrt und man kann sich das was dann ursprünglich eingestellt wurde, nicht mehr ansehen, weil es eben diese Urheberrechtsansprüche des ZDF gibt. Das ist die Reaktion eines Qualitätsmediums in einem freiheitlichen Rechtsstaat auf eine solche höchst fragwürdige Geschichte. Wenn wir uns vorstellen, dass die Intendanz der Sender, nun ARD oder ZDF, natürlich Angehörige von politischen Systems, dann wissen wir auch um die kurzen Wege, die kleinen Dienstwege, zwischen bestimmten Behörden und staatlichen Sendern. Das kennen wir aus anderen Ländern. Früher wurde das immer der DDR vorgeworfen, so zu handeln. Dann können wir uns auch vorstellen, wie ganz bestimmte Nachrichten transportiert werden, in welchen Sendungen die transportiert werden und wer da letztendlich politisch für verantwortlich ist. Ja. Man wird nicht umsonst Intendant. Ja. Man muss was tun dafür. Da muss was tun dafür, genau wie man auch nicht umsonst Bundespräsident wird. Auch da muss man was tun, wenn man einen Fehler macht, dann wird man ruckartig abgestraft. Lieber Udo, ganz herzliches Dankeschön. Es ist ein schwieriges und ein trauriges Kapitel, was den Zustand des Rechtsstaates oder in dem Fall der Rechtsstaaten, Republik Österreich, BRD, betrifft. Und insofern ist eine solche Aufklärung auch zugleich, und so verstehe ich auch deine und auch Guidos Arbeit, eure gemeinsame Arbeit, etwas, was letztendlich zum Aufwachen und Aufwecken dienen soll, nicht um hier irgendwo in was Negativen zu bohren, sondern darauf hinzuweisen, diese Dinge müssen in die Heilung gebracht werden. So kann ein Rechtsstaat letztendlich nicht agieren und hier gibt es eine ganze Menge zu tun. Du bist jetzt so lieb, sagst mir nochmal, wie dein NSU-Buch heißt, das ganz neu im Amadeus Verlag erschienen. Ja, das nennt sich NSU, was die Öffentlichkeit nicht wissen soll. Und es wird zu einer neuen Auflage kommen,
Ende Februar, Anfang März, wo ich noch ganz brisante Sachen drin habe. Ja, ganz herzliches Dankeschön. Staatsaffäre Natascha Kampusch, streng vertraulich, Politikskandal, Vertuschung und Opfer, die Publikation von Guido Grant und Udo Schulze, eine Publikation, die eben, das ist das ganz Besondere, auf die Originalakten des, wie wir gehört haben, verunglückten Chefermittlers der Wiener Polizei zurückgeht und wo eben Kollegen von ihm, ja, aus Unmut oder wer auch immer aus Unmut darüber, dass das Ganze vertuscht wurde und ein Kollege letztendlich daran gehindert wurde, die Wahrheit zu entdecken und zu ermitteln, dass eben wirklich investigativen und wirklichen Aufklärungsjournalisten zur Verfügung gestellt hat. Und das spricht eben für Udo Schulze und für Guido Grant. Herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich sage von dieser Gesprächsrunde beim Mysterienzyklus tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Also ich meine, das ist zumindest eine ziemliche Kurzfassung dann eines Briefes, wenn da ein Wort steht. Aber wenn du sagst, die Hinweise gehen eher in Richtung seines Freundes, dann ist ja selbst die Story, das wäre ein Abschiedsbrief, so komisch die an sich schon ist, komplett geplatzt. Richtig. Hinzu kommt, es gibt an einer Trinkflasche in dem Fahrzeug des Freundes eine dritte DNA-Spur. Also es gibt DNA-Spuren von dem Freund, von Prignobil, ja. Und eine dritte DNA-Spur, männlich, die aber bisher nicht weiter untersucht worden ist, wahrscheinlich aus gutem Grund. Wir haben vermutet in unserem Buch, auch natürlich nach Gesprächen mit Ermittlern, die sich ja auch irgendwo mal Luft machen wollen, haben wir die Vermutung geäußert, dass diese dritte Spur von dem Mörder selbst stammt. Also das heißt, in dem Auto sind nicht nur die beiden gesessen, sondern eine dritte Person nachweislich. Und die Polizei interessiert sich aber für diese dritte Person nicht näher. Sagen wir so, die Polizei hat sich nicht zu interessieren. Okay. Sie haben diese Spur festgestellt, aber es wurde ihnen gesagt, Prignobil hat sich selbst umgebracht. Wir brauchen nicht weiter ermitteln. Hier die Kräfte binden wäre sinnlos. Wir lassen das. Aber auch das, was du vorhin angesprochen hast oder zuvor angesprochen hast, dass es Hinweise oder Vermutungen gibt, dass er nicht der Einzeltäter ist, als der er dargestellt wird, ist auch etwas, was nicht weiter im Fokus der jetzt tätigen Ermittler ist. Das würde die schöne Story stören. Es gibt eine Reihe von Hinweisen. Der eine Hinweis ist, es gab ein kleines Mädel, ungefähr so alt wie damals Natascha Kampusch selbst. Dieses Kind hat die Entführung beobachtet und spricht nach wie vor von zwei Tätern. Einer habe am Steuer des Autos gesessen, der andere habe das Kind abgefangen, ins Auto gesetzt und man sei davon gefahren. Das behauptet die inzwischen junge Frau noch heute. Dann gibt es von Natascha Kampusch selbst die Aussage, sie sei in einen Wald gebracht worden. Prignobil habe dort hektisch telefoniert und sei enttäuscht wieder zum Auto zurückgekommen, mit dem Hinweis, die wollen dich nicht mehr. Dann sei man gemeinsam zu dem Verlies gefahren, wo sie dann erstmal reingesteckt wurde. Und das Verlies wurde, das ist ja auch interessant, im Laufe ihrer Gefangenschaft erst ausgebaut. Es war, und das sagt auch die Polizei, es war so aufgebaut, dass es lediglich für einen Aufenthalt von 2-3 Tagen ausgerichtet war. Das alles deutet darauf hin, dass eine bestimmte Gruppe das Kind abholen wollte, Prignobil nur letztendlich Auftragstäter war. Ja. Und halt warten sollte, bis das Kind abgeholt wird. Das würde ja dann in dem Moment, wo er Auftragstäter ist, dann auch sehr gut zu dem Umstand passen, dass er, ich sag mal, sinnvollerweise daran gehindert werden soll, über die Hintermänner
Auftraggeber, Männer, Frauen, etwas zu sagen. Und das ist ja nun inzwischen dann noch eingetreten. Seltsam, dass ein Freund der Schwester von Priklopils Freund, technischer Leiter bei der österreichischen Bundesbahn war und genau für den Streckenabschnitt zuständig war, auf dem Priklopil gestorben ist. Das sind so Zufälle, die uns während der Recherche begegnet sind. Und das lässt auch relativ tief blicken, weil dieser Mann ist inzwischen auch tot. Und der ist wie auch Herzinfarkt oder hat er sich auf denselben Gleisabschnitt gelegt? Wie ist er umgekommen? Nee, der soll krank gewesen sein und dann an irgendeiner Herzgeschichte gestorben sein. Ja. Es gibt ja, um das, also gerade da wir jetzt anfangen aufzuzählen, wer alle gestorben ist, gibt es ja noch einen dritten, der, also eine ganz entscheidende Person im Zusammenhang mit der Ermittlung bei dem Fall Kampusch, der inzwischen ebenfalls nichts mehr aussagen kann. Das ist Oberst Franz Kröll. Ja. Das war der Leiter der Ermittlungen ganz am Anfang, der schon sehr früh darauf gekommen ist, dass da eine größere und mächtige Organisation hinterstecken muss, der auch intern gesagt hat, den Schriftverkehr haben wir auch im Buch, wenn das zutage tritt, dann wird die Republik Österreich erschüttert. Der hat sich dann plötzlich aus Gram angeblich umgebracht. Er war wohl, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Linkshänder und hat mit rechts geschossen. Oder war Rechtshänder und hat mit links geschossen. Jedenfalls passte das nicht. Auf der Terrasse seines Hauses. Es wurde gesagt, er habe schon länger psychische Schwierigkeiten gehabt und der Fall sei ihm doch irgendwie über den Kopf gestiegen. Und da habe er Schluss gemacht. Was man natürlich offiziell nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass Kröll immer wieder gedrängt wurde, in die Einzeltäter-Theorie zu gehen und die Mehrtäter-Theorie fallen zu lassen. Der wurde also wirklich unter Druck gesetzt und zwar so, dass er seine Arbeit wirklich nicht mehr frei verrichten konnte. Die Botschaft hat sein Nachfolger verstanden oder wie muss man das heute bewerten, dass das etwas ist, wo man sinnvollerweise, wenn ich hier beruflich mit dem Aufklären dieses Falles betraut bin, die Finger von lasse, von welchem Thema und wo ich dann intensiv reingehe? Die Botschaft hat sein Nachfolger insofern verstanden, als er von selbst keine Initiative ergriffen hat, sondern immer darauf gewartet hat, dass auch die Staatsanwaltschaft ihr Okay gibt zu bestimmten Ermittlungen, hat dann ermittelt, die Ergebnisse vorgelegt, die gewünschten, was natürlich auch wieder reiner Zufall war. Und ansonsten gab es dann später, das heißt im Jahr 2013, nochmal eine Kommission, in der im Übrigen auch das Bundeskriminalamt aus Deutschland, ich hätte bald gesagt, verwickelt war. Die haben festgestellt, also eine Einzeltäter-Theorie ist überhaupt nicht zu rütteln. Der Fall ist abgeschlossen. Ja. Also der Nachfolger von Kröll wusste genau, wenn er da irgendwie aus der Reihe tanzt, dann wird er auch depressiv. Kann es schnell passieren, dass er psychischen Schaden erleidet oder Selbstmordgedanken plötzlich bekommt. Vielleicht sollten wir, weil Dinge jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, durchgeblitzt sind, ein bisschen was sagen zu dem sozialen Umfeld von Natascha Kampusch. Wo kommt sie her? Was ist das für ein Umfeld? Da gibt es ja dann auch, ich sag mal, etwas eindeutig, zweideutige Fotos. Was ist zu diesem ganzen Bereich ihrer persönlichen und privaten Kindheit und Umgebung der Eltern zu sagen? Also Natascha stammt aus einer Trabantenstadt, wie es sie in Europa in den großen Metropolen überall gibt. Ein Hochhausviertel wie vielleicht Berlin-Marzahn. Das ist ein sozialer Brennpunkt. Dort gibt es Kleinkriminalität, Alkoholprobleme, andere soziale Probleme, die sich auch in ihrer Familie abgespielt haben. Mutter war offensichtlich bekannt dafür, mal größere Männerbekanntschaften zu haben und auch schnell wechselnde. Natascha war viel allein, hat sich nach der Schule oft zu einer Nachbarin begeben, die dann auf sie aufgepasst hat. Sie ist offensichtlich auch zu Hause geschlagen worden. Sie lebte, man kann nicht sagen verwahrlost, aber so an der Grenze der sozialen Verwahrlosung. Es ist zwar so für sie gesorgt worden, aber doch nur das Mindeste.
Und was eine wirkliche Familie ausmacht, nämlich Zusammenhalt und eine Basis, wo ein Kind sich darauf verlassen kann, das hat es nicht gegeben. Sie war oft auf sich allein gestellt. Ihre Eltern, der leibliche Vater, hatte zu der Zeit eine Bäckerei, hatte aber keinen großen Kontakt zur Familie. Die Mutter war auch geschäftlich tätig, also war niemand zu Hause letztendlich, der aufs Kind aufgepasst hat. Die haben sich häufig in einem Imbiss getroffen in Wien, wo auch Priklopil verkehrte. Mhm. Das heißt, das, was wir recherchiert haben, wir haben mit Nachbarn gesprochen, wir waren auch in diesem Imbiss, das, was wir recherchiert haben, deutet ganz stark darauf hin, dass Priklopil und andere und die Familie oder ein Teil der Familie von Natascha sich vor der Entführung, weit vor der Entführung schon kannten. Viele sagen, das aber ist natürlich nicht so verifizierbar, wie man es gern hätte. Viele sagen, es wird so gewesen sein, dass sie irgendwann bei einem bierseligen Abend oder weinseligen Abend die Entführung abgesprochen haben. Du meinst auch die Eltern? Ihr meint die Eltern mit dem sogenannten Täter? Mit dem Täter, ja. Gibt es denn Hinweise, was die Eltern betrifft, auf, ich sag mal, das ist auch das Stichwort dann dieses Foto, dass es da einen Zusammenhang mit dem Thema Kinderpornografie gibt? Das ist ziemlich eindeutig, dieser Zusammenhang. Ja. Es sind Fotos aufgetaucht von der kleinen Natascha, vielleicht war die da 5, 4, sehr eindeutige Fotos, nackt in irgendwelchen Reiterstiefeln, nackt mit einer Stola. Es wurde offiziell behauptet, diese Fotos hätte eine Halbschwester von ihr gemacht. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen aus Bichwil in der schönen Schweiz. Wir sind bei Vostag und ich begrüße Sie und begrüße euch ganz herzlich bei dem ersten Mysterienzyklus, der in Zusammenarbeit mit Vostag, mit Time to Do und mit Querdenken TV stattfindet und durchgeführt wird. Und ich begrüße heute ganz herzlich hier im Studio Udo Schulze. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast mit deinem Buch zusammen mit Guido Grant über die Staatsaffäre Natascha Kampusch, ja, ich sag mal so einen Recherchedammbruch geleistet. Es ist ja ganz viel über dieses Thema geschrieben worden. Sie hat sich auch selbst geäußert, die Vater hat sich geäußert. Vielleicht für den Zuschauer vorweg, was ist das Neue an eurem Buch? Was ist das, was es unterscheidet von dem, was eben sonst so in den sogenannten Qualitätsmedien zu finden ist? Der Unterschied ist Qualität. Gut, sonst wärst du nicht hier, das ist völlig klar. Aber vielleicht geht noch ein Stichwort mehr dazu. Wir haben uns vorgenommen, im Gegensatz zu den anderen, wie du gerade richtig erwähnst, einmal die Hintergründe, die wirklichen Hintergründe, ja, ja, die gesellschaftlichen Begebenheiten darzustellen, die letztendlich zu diesem Fall Kampusch geführt haben. Und die auch dazu geführt haben, dass dieser Fall noch heute in Österreich und nicht nur in Österreich vertuscht wird. Also auf verschiedenen Ebenen haben wir gearbeitet, sind also vorgegangen, ähnlich wie Ermittler vorgehen, sind nur nicht vom Staatsanwalt gebremst worden, wie das bei den Ermittlern üblich ist, und haben die gesellschaftliche, die kriminologische und letztendlich auch die politische Ebene berührt und damit schon in Österreich einiges hervorgerufen, nämlich politischen Wirbel. Es gibt sogar in diesem Zusammenhang, also will man eigentlich nicht glauben, aber es ist so, ein sehr aktuelles Ereignis. Es ist in der vergangenen Nacht in Wien, zum ersten Mal in Wien, zu schweren Ausschreitungen gekommen
zwischen Demonstranten und Polizisten. Da ging es um ein Treffen der FPÖ mit anderen Politikern aus anderen europäischen Ländern. Die FPÖ, also die ehemalige Haider-Partei, hatte dort geladen in die Hofburg. Und die hat auch in der, ja, die BZÖ und die FPÖ, FDP ja natürlich nicht, die haben schon auf dem politischen Sektor im Fall Campus eine ziemliche Rolle gespielt und sind deswegen auch inzwischen in Österreich, naja, noch weniger gelitten als vorher, weil sie letztendlich etwas aufgedeckt haben, was man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht aufdecken soll. Vielleicht war also die Rolle, nur damit da kein Missverständnis entsteht, die Rolle besteht im Ansprechen und Aufdecken in dem Zusammenhang, nicht im Beteiligtsein. Da sind ja die beiden großen Parteien sehr viel stärker involviert. Richtig. Also die Schwarzen und die Roten, FPÖ und SPÖ. Richtig. Ja. Nur ist es so gewesen, dass eben diese Partei, diese ehemalige Haider-Partei, naja, als schwarze Schaf schon immer galt und sich dann auch diesen Themenkomplex herausgesucht hat. Das Ganze gibt also immer noch ein Echo, immer noch einen Schatten, auch auf ganz andere politische Ebene, wie wir da an diesen Ausschreitungen gesehen haben. Also es brodelt, seit Erscheinen unseres Buches brodelt es auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene in Österreich. Ja. Das kriegen wir in der Schweiz und in Deutschland nicht so sehr mit, aber die Verbindungen, die wir nach Österreich haben, sprechen noch heute davon, dass der Staat, wenn dieses Thema auch im Parlament behandelt wird, immer wieder wackelt und in Eruptionen verwickelt wird. Dass es Verbindungen auch zur BRD gibt, auf das Thema kommen wir noch. Ihr habt insofern auch was Besonderes in eurem Buch als originale Akten, die an sich ja nicht unbedingt für die Veröffentlichung und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, euch, ich sage jetzt mal, zugespielt wurden. Das ist der Vorteil, wenn man, ich sag mal, wirklich investigativ als Journalist arbeitet, dass man dann auch mal gebrieft und gefüttert wird. Und die Akten haben ein anderes Bild produziert als das, was einem hier so, die Story ist ja lange im Keller eingeschlossen und im Grunde genommen eine kindliche und danach jugendliche Gefangene und Schluss. Aber die Akten deuten ja auf was ganz anderes hin. Es ist tatsächlich so, dass wir als allgemeine Öffentlichkeit nur einen Spielfilm vorgeführt bekommen von einem ehemals kleinen Mädchen, das entführt wird von einem sehr bösen Priklopil, jahrelang in einem Verlies gehalten wird und sich dann selbst befreit. Das ist eigentlich der Plot der ganzen Geschichte. In Wirklichkeit sprechen die Akten eine ganz andere Sprache. Grob zusammengefasst kann man sagen, die Akten sprechen davon, dass diese Entführung im Auftrag stattgefunden hat, dass Priklopil nicht der alleinige Täter war, dass das Kind später als Heranwachsende bzw. als junge Erwachsene längst nicht mehr in diesem Verlies gelebt hat, sondern in der Beziehung zwischen sich und dem Entführer letztendlich auch irgendwo Steuerungsfunktionen übernommen hat. Und dass eine ganze Gruppe von Tätern hinter diesem Fall steht. Eine Gruppe von Tätern, die sehr hoch angesiedelt ist. Das alles verraten die Akten. Das alles ist auch von den Polizisten, von den Ermittlern in Österreich klar und unvoreingenommen recherchiert worden. Aber die sind gestoppt worden. Ja. Von höherer Stelle. Um das Märchen, kann man ruhig sagen, des Alleintäters. Des Alleintäters aufrechtzuerhalten, ja. Der Alleintäter, der inzwischen auch Schwierigkeiten hat, noch sich zu äußern. Der hat erhebliche Schwierigkeiten, sich zumindest uns verständlich zu machen. Auf anderer Ebene wird er schon hinkriegen. Ja. Aber der gilt als tot, sagen wir es mal so. Weil er ist von einer S-Bahn überrollt worden in Wien, hat sich selbst umgebracht, sagt die offizielle Lesart. Es gibt aber anhand der Akten, anhand der Art, wie er zum späteren Mordort, Tatort gekommen ist, was er vorher dort gemacht hat, sprechen die Akten eine andere Sprache. Es sieht so aus, als sei er umgebracht worden. Also wir haben hier auch die, zumindest die Fragezeichen, die man artikulieren muss, dass das Ganze nicht jetzt, also er ist entdeckt worden und das
Mädel hat sich befreit und jetzt ist er völlig verzweifelt und schmeißt sich für die nächste S-Bahn. Also diese Lesart ist nicht auszuschließen, aber es gibt auch Dinge, die auf was ganz anderes hindeuten. Es gibt einen Mann, sein bester Freund, ein Ernst H. Punkt, der will ihn zuletzt gesehen haben, der will mit ihm am Tag seines Todes, also Priklopils Todes, im Auto durch Wien gefahren sein und will ihn auch an die Stelle gebracht haben, wo er sich dann später angeblich auf die Gleise gelegt hat. Dieser ehemalige Freund spielt eine Schlüsselrolle, wird gedeckt, wird aus Ermittlungen rausgehalten, kann sich sehr geschickt aufgrund der Fähigkeiten und Verbindungen seiner Schwester sehr geschickt halten. Die hat welche Verbindungen? Die hat Verbindungen zu Militärs gehabt, die hat internationale Wirtschaftsverbindungen, hat möglicherweise, da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, juristisch, möglicherweise mit einem Kinderpornoring zu tun und spielt praktisch die Spinne im Netz. Ist die, wenn man es salopp formulieren will, die Managerin ihres Bruders. Mhm. Und dieser Bruder sagt, Priklopil habe geäußert, sich umbringen zu wollen. Dafür gibt es aber keinen Zeugen. Es gibt aber eine Menge Umstände, die dagegen sprechen. Zum Beispiel ein Zettel, der berühmte Mama-Zettel, auf den Priklopil das Wort Mama gekritzelt hat. Das sollte eine Art Abschiedsbrief gewesen sein. Es gibt ein Schriftgutachten. Das Schriftgutachten sagt, das haben wir auch hier und das hat man uns auch zugespielt, es spricht sehr viel dafür, dass die Handschrift seines Freundes Ernst H. dort auf dem Zettel steht und nicht die Handschrift von Priklopil selbst. Also wobei ja das Wort Mama noch kein Abschiedsbrief. Und das haben wir überprüfen lassen von einem Experten bei der Kripo in Deutschland. Das sind Anwerbefotos für Pädophile gewesen, die wohl auch irgendwo in dieser Hochhaussiedlung durch die Reihen gegangen sind und Verbreitung gefunden haben im dortigen Lebensraum von der Kleinen. Man kann wirklich nicht davon sprechen, dass das irgendwelche zufälligen Fotos sind, die vielleicht 2-3 Jahre ältere Schwester mal aus Spaß gemacht hat. Ja, ja. Also eher eindeutig und nichts, was, ich sag mal, wie das Foto der einen Schwester von der anderen aussieht oder den Eindruck erweckt. Richtig, also das sind nahezu professionell erstellte Fotos, die in irgendwelche dunklen Kanälen zum Vorschein kommen und da, man kann es ruhig so sagen, Kundschaft suchen. Hat sie sich denn selbst zu diesem Thema in irgendeiner Weise geäußert? Gibt es im Zusammenhang mit den Ermittlungsakten Hinweise, dass die ganze Geschichte in diese Richtung gehen könnte und mit einer mehrjährigen Entführung in irgendeinem Verlies und Gefangenschaft, nicht primär oder nicht ausschließlich etwas zu tun hat? Also sie hat vorsichtige Äußerungen getan. Als sie gefragt wurde, ob sie etwas über weitere Täter wisse, darauf hat sie geantwortet, ich kenne keine Namen. Das kann man natürlich so interpretieren, dass man sagt, sie weiß, dass es andere Leute gibt oder gab, weiß aber nicht, wie diese Leute heißen. Wenn es keinen weiteren gegeben hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, es gibt keinen anderen oder ich habe keinen anderen gesehen. Also das ist schon so, dass sie ganz bewusst wahrgenommen hat, schon früh während ihrer Gefangenschaft, dass dort eine Gruppe hintersteht. Ja. Aber offensichtlich ist es auch so, dass sie heute noch unter großem Stress und großem Druck steht und auch aus geschäftlichen Gründen die offizielle Geschichte aufrechterhalten muss. Nicht zuletzt ihr Vater, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Der leibliche Vater? Der leibliche Vater, ja. Ludwig Koch, der sagt, meine Tochter wird erpresst. Und zwar wird sie erpresst von einem Ring von Leuten, der verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Also wäre vielleicht der Begriff, sie wird nicht erpresst, wird unter Druck gesetzt. Sie wird unter Druck gesetzt, das wäre an sich das Richtige. Denn sie hat ja als Kind nicht nur nichts Böses getan, sie ist Opfer. Richtig. Und insofern wird sie unter Druck gesetzt. Und ich meine, wenn sie sieht, wie in ihrem Umfeld Depressionen um sich greifen, ist es natürlich so, dass man dann auch schon nachdenklich wird und sagt, also ich will nicht die Nächste sein, die dann also völlig verzweifelt ob des Lebens. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, dass diese immerwährende Gefangenschaft in dem Verlies nicht stattgefunden haben kann. In ihrem ersten Fernsehinterview wird sie angekündigt und der Moderator sagt,
Er bittet die Zuschauer um Entschuldigung, aber Natascha Kampusch werde während des Interviews häufiger mal die Augen schließen müssen, weil das grelle Licht der Scheinwerfer, der Kamera, ihre Augen stört. Die Augen waren über Jahre hinweg nur an Dunkelheit gewöhnt. Sie macht das dann auch, schließt während des Interviews immer mal die Augen. In ihrem eigenen Buch aber schreibt sie, dass über Jahre hinweg in dem Verlies das Licht nicht ausgeschaltet wurde. Beides geht nicht. Beides ja. Kann nicht gehen. Eins muss falsch sein, gelogen sein, erfunden sein. Das deutet schon darauf hin, dass diese offizielle Geschichte eigentlich ein Lügengebäude ist. Und dieses Lügengebäude, und da hat unser Buch auch mit für gesorgt, fängt an zu wackeln, bröckelt an verschiedenen Stellen und droht einzustürzen. Ja. Du hattest jetzt gesagt, sie wisse keine Namen gesprochen und davon geredet, dass sie also auf die Frage, ob es dann noch andere Täter gab, sie wisse keine Namen. Habe ich das falsch verstanden oder ist es so, dass in den Ermittlungsakten ein Hinweis von ihr, dass sie zwar keine Namen kenne, aber bestimmte Leute am Fernsehen wiedererkannt hat? Das gibt es, ja. Sie hat wohl den einen oder anderen wiedererkannt. Bei Nachrichten oder bei... Ja. Misst aber dem offensichtlich und offiziell keine große Bedeutung zu. Nach dem Motto, den habe ich irgendwo mal gesehen, das war irgendein Freund wohl von dem Priklopil oder wie auch immer, den habe ich so aus dem Augenwinkel beobachtet. Es ist ja auch so, dass sie mit Priklopil unterwegs war. Nachbarn sagen, die sind wie ein ganz normales Paar unterwegs gewesen. Es gab die Situation, dass Priklopil und sie zusammen im Auto fuhren, von der Polizei angehalten wurden. Und sie es offensichtlich nicht fertiggebracht hat, aus welchen Gründen auch immer, dem Polizisten, der am Auto stand, zu sagen, holen Sie mich hier weg, der hat mich entführt. All das deutet doch darauf hin, dass irgendwann eine Art Freiwilligkeit stattgefunden hat. Beziehungsweise bei ihr der Gedanke, ich will nicht wieder zurück in die von mir geschilderten sozialen Verhältnisse. Dann nehme ich lieber in Kauf, bei dem zu bleiben und habe die Regie. Diese Überlegung mag eine Rolle gespielt haben. Gut, man weiß natürlich auch nicht, auch zu dem Zeitpunkt, wenn ihr leiblicher Vater heute davon spricht, dass sie Pressionen und Druck ausgesetzt ist, was sie damals ausgesetzt war, ob dann eine solche, ich meine, wer glaubt so jemanden dann vielleicht in den Details und auch in Gefängnissen oder sonst wo kann eine Menge passieren, weiß man nicht. Jetzt heißt euer Buch, und das schimmert ja jetzt schon so ein bisschen durch, Staatsaffäre Natascha Kampusch. Bislang sprechen wir von einem Einzeltäter mit möglichen Hintergründen, und zwar einem behinderten Ermittlungsverfahren, einem urplötzlich verstorbenen Ermittler, der wohl in die falsche Richtung ermittelt hat. Was macht aus dem Ganzen denn die Staatsaffäre? Da gibt es auch wieder mehrere Komponenten. Die eine, es ist der starke Drang innerhalb der Ermittlungsbehörden, oben steht natürlich die Staatsanwaltschaft, das Justizministerium, der starke Drang, die Wahrheit zu vertuschen. Allein das ist ja schon eine Affäre, wenn Institutionen, die der Wahrheit verpflichtet sind, so vorgehen. Dann haben wir auch einen Geheimdienstfall, der da reinspielt. Einen österreichischen Geheimdienstfall, da geht es grob erklärt darum, dass ein Offizier des Heeresnachrichtendienstes, also das, was bei uns der militärische Abschirmdienst ist, also ein Geheimdienst, dass der im Zusammenhang mit einem Kollegen, auch vom Bundesheer genannt wird, der wiederum im Telefonspeicher des Freundes von Priklopil auftaucht. Des besagten Transporteurs zum Todesgleis nachher. Ja. Unter Be Kind Slow. Ja. Wird dieser Offizier dort geführt in dem Telefonspeicher von Ernst H., der also eng mit Priklopil befreundet war. Es ließ sich nicht wirklich klären, warum der dort geführt wird in dem Speicher. Der Mann ist auffällig geworden durch, pornografische Fotos von sich selbst. Dieser österreichische Militär- oder Geheimdienstoffizier. Richtig. Ja. Pornografische Fotos von sich selbst, die er ins Internet gestellt hat. Darauf ist natürlich dann das Bundesheer aufmerksam geworden, hat Untersuchungen angestrengt. Das heißt in Österreich der Fall Dürer,
weil dort irgendwo ein Dürer-Gemälde auch zu erkennen ist. Und dieser Mann hatte mit seiner Frau zusammen Verbindungen zu dem russischen Militärattaché an der Botschaft in Wien. Die haben sich zu vergnüglichen Wochenenden getroffen, die beiden Paare. Der Offizier und der Militärattaché sind zusätzlich noch, und jetzt kommt Deutschland mit ins Spiel, an die Bundeswehrführungsakademie nach Hamburg gereist. Aber nicht, um sich da weiterzubilden, sondern um vergnügliche Stunden mit wem auch immer zu verbringen. In der Bundeswehrakademie? In der Bundeswehrakademie, beziehungsweise... Aha. Ich wusste gar nicht, dass die dafür auch zuständig ist. Aber die sind auch für die Fürsorge ihrer Soldaten zuständig. Ja, klar. Ja, nee. Die kämpfen, man lernt nie aus, lieber Udo. Die kämpfen an allen Fronten. Das ist. Und damit ist dieser Fall natürlich auch eine deutsche Staatsaffäre geworden. Einer der beiden Herren, nämlich derjenige, der den Fall Dürer ins Leben gerufen hat, sozusagen, der lag plötzlich tot, so sagt man, auf einem Autobahnparkplatz bei München. Halboffiziell ist er an einem Herzinfarkt gestorben, also die koronaren Erkrankungen sind da ziemlich weit fortgeschritten in dem Bereich. Angeblich bei Verwandten in München. Wir haben nachrecherchiert, ich habe beim Bundesnachrichtendienst, bei den Autobahnpolizeien, beim Bayerischen Landeskriminalamt etc. nachgefragt, ob der Fall dort bekannt sei. Natürlich ist er da nicht bekannt. Also wäre jetzt der vierte Tote? Das wäre der vierte. In dem gesamten Komplex. Jetzt schimmert das durch, jetzt sind wir aber immer noch nicht, also auch wenn das ein Punkt ist, den du angeschwur, also eine unabhängige Justiz, ich habe keine Ahnung, ob das in Österreich eine ähnliche Struktur ist, ist das natürlich nicht. In Österreich sind die Strukturen ähnlich wie in Deutschland. Sie sind etwas verästelter, aber letztendlich in ihrer Wirkung genauso. Und wir haben ja in Deutschland auch, nicht nur, auch in Österreich, letztendlich ganz an der Spitze immer den Justizminister, der ja auch noch dem Generalstaatsanwalt gegenüber weisungsbefugt ist. Und wenn der Justizminister sagt, ohne Begründung übrigens, hier wird nicht ermittelt, wird er nicht ermittelt. Das heißt, es gibt keine unabhängige oder nicht völlig unabhängige Justiz, offensichtlich aus gutem Grund. Die Struktur in Österreich ist ähnlich. Es geht darum, wenn Fälle sich ereignen, die politisch brisant sind, nicht gewollt sind, einfach die Bremse reinhauen zu können. Das ist also ganz offensichtlich. Man kann sich keinen anderen Grund vorstellen, warum denn ein Politiker letztendlich bestimmen kann, ob in einer Straftat ermittelt wird oder nicht. Ja. Nee, das ist ja etwas, was wir kriegen in den Schulen beigebracht, wie wichtig Gewaltenteilung ist und was mit genau dieser Gewaltenteilung zwischen derjenigen, also der Legislative, Exekutive und Judikative, die wichtig ist. Montesquieu hat gesagt, wenn zwei von denen in einer Hand sind, spricht er von einer Diktatur. In dem Moment, wo das der Fall ist, und das können wir hier in solchen, wir können es im Fall Barschel feststellen, wir können es in vielen anderen Möllemann und anderen Fällen feststellen, hast du eine Situation, wo die Dinge deckungsgleich sind. Und das sind, wie gesagt, nach dem großen Aufklärer, Merkmale einer Diktatur. Und das haben wir hier beim Fall NSU ja letztendlich ähnlich. Wir sehen das ja aktuell im Fall NSU vor Gericht, dass nicht nur, und das ist ja blamabel für einen solchen Staat, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Bundesanwaltschaft, Weisungsempfänger ist, sondern dass die Exekutive, in dem Fall die Geheimdienste, die Justiz vorführen, lächerlich machen, bestimmte Akten nicht herausrücken, bestimmte Akten vernichten, mit Aussagegenehmigungen Schach spielen und sagen, naja, ihr könnt hier fragen, wie ihr wollt, unsere Aussagegenehmigung sieht das nicht vor, also sagen wir nichts. Das heißt, die stellen sich selber praktisch Genehmigungen aus, nichts sagen zu dürfen oder sagen zu müssen.
Und das Gericht steht dann da und muss sich damit zufrieden geben. Also letztendlich das in einem angeblichen Rechtsstaat. Angeblichen Rechtsstaat. Ja. Sie stellen sich damit außerhalb des Rechtes, dass ein Geheimdienst bestimmte Dinge und nicht sagen und bestimmte Personen auch schützen muss, ist völlig klar. Das ist auf der ganzen Welt so. Aber in dem Moment, wo es hier um Mord oder wo es um Kinderpornografie oder hier bei NSU um eine ganze Mordserie geht, kann es nicht sein, dass die Leute einfach keine Aussage, eine Genehmigung bekommen. Wir haben aber bei NSU ja auch, insofern ist das auch so eine ähnliche Geschichte, die Verquickung wiederum mit ausländischen Geheimdiensten. Das ist richtig. Hier haben wir das im Fall ja. Staatsaffäre Kampusch und auch im Fall NSU. Das passt also nahezu deckungsgleich. Wir haben im Fall NSU nicht nur, aber auch den türkischen Geheimdienst mit im Boot sozusagen, den MIT, der über Jahre hinweg Strukturen in Deutschland aufgebaut hat, auch innerhalb der türkischen Arbeitnehmerschaft. Das wird jetzt zu weit führen, da Einzelheiten zu erklären. Aber es ist so, dass ausländische Geheimdienste eine wesentliche Rolle spielen, genauso wie hier im Fall Kampusch. Du hast den amerikanischen Geheimdienst mit dabei im Zusammenhang mit dem ominösen Tod einer Polizistin bei dem NSU-Thema, wo ja auch die Story vorne hinten nicht stimmt. Einer der vielen amerikanischen Geheimdienste. Manchmal glaube ich, 70% aller Amerikaner würden beim Geheimdienst arbeiten. Mhm. Weil es eben so viele gibt, die brauchen ja Personal. Ja. Einer ist ja weg, der Snowden, der muss ja ersetzt werden. Durch mehrere wahrscheinlich. Ja, es ist in der Tat so. Also in Heilbronn, beim Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter spielt auch ein amerikanischer militärischer Geheimdienst eine Rolle. Islamisten, V-Leute, Drogenhändler aus dem Osten Europas. Letztendlich auch irgendwas Österreichisches, habe ich sogar festgestellt. Also offensichtlich ist es so, dass es im osteuropäischen und westeuropäischen Bereich Organisationen gibt, die letztendlich zusammenarbeiten, was allerdings anhand der Taten, die sie begehen, erstmal nicht ersichtlich ist. Also es kann durchaus sein, dass zwischen bestimmten Teilen derer, die hinter der Staatsaffäre Kampusch stecken, ein Zusammenhang besteht zu einer Organisation, die irgendwo mit dem Bereich NSU korrespondiert. Also da bin ich gerade bei, das zu recherchieren. Mhm. Kann so viel sagen, dass diese Bundlos-Böhner-Zschäpe-Story wirklich nur eine Geschichte ist. Beim Kaffeetrinken kann man die sich mal erzählen. Letztendlich steckt da ganz was anderes hinter. Da geht es um eine hohe Gesellschaft innerhalb der unserigen Gesellschaft, der europäischen allerdings, nicht nur der deutschen, die sich zu einer Organisation zusammengesetzt hat oder gefunden hat, wie immer man will, die höchst effektiv arbeitet auf dem Sektor des politischen Mordes. Aber das würde jetzt Wobei wir, ja, wir sind durchaus auch, ohne dass das schlimm ist, ein bisschen zu deiner neuesten Publikation, die sich mit dem Thema NSU befasst, gesprungen. Aber da die Dinge, auch die Machenschaften durchaus vergleichbar sind und das Vertuschungshandwerk und die Handschrift durchaus vergleichbar ist, ist das etwas, was ein grundsätzliches Krankheitssymptom unserer Gesellschaft ist. Ich meine, wenn wir hier von einer Mordserie reden, und man konnte ja vor Jahren in türkischen Zeitungen, vor vielen Jahren nachlesen, wer dahinter steckt, was es an Vermutungen gab, das wissen wir aus den türkischen Ermittlungen, türkischen Kripo, aber auch türkischen Publikationen, dass das was mit Drogen, dass das was mit Mafia zu tun hat, dass das mit rivalisierenden Drogenbanden zu tun hat. Und daraus wird eine ausländerfeindliche, nationalsozialistische Rührselstory gemacht, aus politischen und aus sonstigen Gründen, dann ist das ja an Geschmacklosigkeit eigentlich auch an Verschleierung und Vertuschung der wahren Sachverhalte nicht mehr zu überbieten. Richtig, es gibt ein Beispiel für die mögliche Verstrickung türkischer Geheimdienste oder des türkischen Geheimdienstes. Der Fall Kolbstraße in Köln, Explosion einer Fahrradbombe. In Deutschland lebender Türke hatte seinen Bruder, Geheimdienstoffizier, zu Besuch in Deutschland. Und man hat dann
den einen oder anderen Freund und Verwandten innerhalb Deutschlands besucht und war auch in der Kolbstraße in Köln, kam aus Berlin und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justamente in diesem Augenblick wird der Geheimdienstoffizier, der türkische, als Besucher in Deutschland Zeuge dieser Bombenexplosion. Das sind Zufälle, die mag es geben, aber man will nicht wirklich daran glauben. Ja. Naja, und die Vergleiche, die du dann angesprochen hast, dass die beiden sich dann gegenseitig umbringen, dass es einen Dritten gibt, der in dem Wohnwagen drin war, kein Mensch dieser Spur und diesem Hinweis nachgeht, das ist wie bei Köhler, das ist wie bei Natascha Kampusch, also all diese Dinge, die dann politisch nicht mehr gewollt sind, da wird das Recht gnadenlos geopfert. Und das ist eigentlich die gemeinsame Überschrift und das wirklich Traurige, das hat mit einem Rechtsstaat und einem freiheitlichen Staat nichts zu tun. Also man kann sagen, in allen Fällen, als überspannende Zeile, Überschrift, das Recht ist immer nur für die da, die sowieso kein Recht bekommen. Mhm. Die letztendlich die Zügel in der Hand haben und die Geschicke lenken, die haben ein eigenes Recht, wie immer sich das auch zusammensetzt. Es ist auf keinen Fall demokratisch. Ja. Karl Marx hätte das formuliert, dass das herrschende Recht das Recht der Herrschenden ist, in Abwendung eines anderen Satzes genau. Von ihm. Aber das bringt es letztendlich auf den Punkt. Und der Zynismus, das vielleicht noch zum Abschluss, der Zynismus, mit dem hier gearbeitet wird, ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Mundlos wie Bönhardt, Statisten bei ARD und ZDF, bei Tatort und Küstenwache sind. Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz, was da Irrsinniges im deutschen Unterhaltungsfernsehen stattfindet. Es gab Jahre vor Entdeckung, muss man ja sagen, des NSU. Diese offizielle Entdeckung war ja am 4.11.2011. 2011. Ja. Küstenwache ist 2001, glaube ich, oder Tatort, und das andere ist 2004. Also das ist ein Jahrzehnt vorher. Ja. Gab es eben diese besagten beiden Folgen, Küstenwache. Gesprochen hast im Zusammenhang mit ihrem sozialen Umfeld bei dem Thema Kinderpornografie. Spielt das im Zusammenhang mit Natascha Kampusch dann unabhängig davon, dass es wohl offensichtlich die eigene Mutter oder die eigenen Eltern gegebenenfalls sie angepriesen haben, spielt denn das auf der Staatsaffäre das Thema auch eine Rolle? Das spielt insofern eine Rolle, als dass sie ganz neue Erkenntnisse, die wir jetzt aus Österreich bekommen haben, spielt insofern eine Rolle, als letztendlich die österreichische Armee mitverwickelt sein könnte. Und da muss man ja sehr vorsichtig sein. Und zwar geht es darum, dass diese Teile der Armee, der österreichischen, in Afghanistan stationiert waren, im Irak. Und offensichtlich gibt es einen dunklen Kanal, über den nicht nur Waffen und Drogen geschmuggelt werden von Afghanistan nach Europa, sondern auch Kinder. So brutal das klingt, das ist wirklich ein Markt für bestimmte Teile von den Streitkräften, aber auch für andere, da muss man ja sagen, kranke Menschen in Europa. Und dort soll es eine Verbindung geben. Deswegen auch die Leute vom Bundesheer mit dabei. Es gibt die Begebenheit, dass beispielsweise der ehemalige Chef von Blackwater. Ich wollte gerade sagen, den haben wir ja auch noch, dass wir den nicht vergessen. Ja. Der Herr Prinz. Ja, genau. Dass der sich in Österreich angemeldet hat, dort Wohnsitz genommen hat und sich wohl für eine Flugzeugfirma interessiert hat, wahrscheinlich im Auftrag interessiert hat, die Drohnen herstellt, unter anderem. Und dieser Flugzeughersteller hatte einen Geschäftsführer. Dieser Geschäftsführer wiederum ist der Mann von der österreichischen Bundesbahn gewesen, der für den Streckenabschnitt zuständig war, auf dem Priklopil gestorben ist. Ja. Also da gibt es eine Verbindung. Das müssen wir noch recherchieren. Dann wird die Staatsaffäre eigentlich zu einer internationalen Affäre. Bisher ist es so, dass die immer noch höfische Gesellschaft in Österreich, das ist sehr wichtig, weil die anders funktioniert als beispielsweise die deutsche oder schweizerische Gesellschaft, dass die ja von Günstlingen besetzt ist, die versuchen bestimmte Tatbestände, nämlich eben die Hintergründe dieser Geschichte, zu vertuschen, unter den Tisch zu kehren und nach außen hin ein sauberes Bild zu geben. Ja.
Wenn es dieses Thema mit diesem Foto und mit dem Hinweis, dass das ganz offensichtlich, also Eltern, Mutter, wie auch immer, angepriesen oder verteilt wurde, gibt es denn sowas wie ein Ermittlungsverfahren dann gegen die Mutter? Denn auch das, was sie dann mit dem eigenen Kind oder mit einem anderen, das wäre ja völlig egal, getan hat, wäre ja etwas, was strafrechtlich relevant ist. Das stimmt, aber es gibt kein Verfahren, weil es letztendlich keine Beweise gibt. Das mag unterschiedliche Gründe haben, aber es gibt keine gerichtsfesten Hinweise oder Beweise, die es nach österreichischem Recht zulassen würden, ein Verfahren zu eröffnen. Was nicht heißt, dass die Frau nicht unter Beobachtung steht von Ermittlern und was nicht heißt, dass sie nicht verdächtigt wird. Sie selbst hat natürlich auch dagegen geklagt und ihr ist zunächst mal Recht gegeben worden. Auch, dass ein ehemaliger Richter behauptet, sie sei darin verwickelt. Dagegen hat sie auch geklagt und gewonnen. Aber die Geschichte ist in Österreich noch nicht ausgestanden. Hm. Aber offiziell wird gegen die Mutter nicht ermittelt. Also insofern ist jetzt aus der Ermittlungsschiene des offiziellen Österreichs mit dem Tod des Täters im Prinzip das Kapitel abgeschlossen und erledigt. Das ist... Also ihr ermittelt, aber die nicht mehr. Genau, zur Freude vieler in Österreich ist das offiziell beendet. Wir sind noch dabei, wir haben auch, wie schon erwähnt, unsere Leute dort in Österreich, die daran interessiert sind, dass die Wahrheit herauskommt. Allein schon deswegen, weil sie alle, mit denen wir in Kontakt sind, davon überzeugt sind, dass der Franz Koll ermordet wurde, der sehr beliebt war unter den Kollegen. Allein das treibt schon den einen oder anderen an, da mitzuhelfen. Also offiziell ist das beendet und das ist ja ähnlich wie in Deutschland beim Fall NSU. Ich wollte, bevor wir ganz kurz den Bogen schlagen, denn es gibt ja diese Einzeltätergeschichte, ist ja so eine ganz beliebte Geschichte, die sich auch durch die Geschichte zieht, noch das Stichwort Lukona-Affäre. Vielleicht sollte man da noch, was ist da der Hintergrund, was ist das, warum spielt hier noch eine ganz andere Geschichte in dieses Thema mit rein? Die Lukona-Affäre in Österreich war eine, ja, im Grunde Betrugsaffäre. Es ging darum, dass honorige Herren, auch aus der Politik, sich in Wien gern getroffen haben in einem Club und ausgemacht haben, wir betrügen eine Versicherung. Es wurde ein Schiff, nämlich Lukona, geschartert, auf dem angeblich, ich glaube, eine Erzaufbereitungsanlage transportiert werden sollte. In Wirklichkeit war das Schrott, was auf dem Schiff war. Man ließ das Schiff auslaufen, man ließ das Schiff kentern, es fand eine Explosion, wie sich später herausstellte, eine herbeigeführte Explosion auf dem Schiff statt. 6 Menschen starben, das Schiff ging unter und man kassierte riesige Summen von der Versicherung. Das hat natürlich erstmal mit dem Campusch-Fall nichts zu tun, aber die Strukturen, die dahinter stecken, die Art der Vertuschung, der Verdeckung, dieses sich gegenseitig decken und die Hände reichen, das ist so abgelaufen, wie halt auch diese Staatsaffäre Campusch abgelaufen ist. Darauf hat Koll hingewiesen. Das ist praktisch auch ein, wenn man so will, ein Sargnagel für ihn gewesen. Hm, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Dieses Einzeltäter-Thema ist ja auch eines, was wir erlebt haben bei dem Oktoberfest-Attentat in München 1980, wo es ja auch Zeugen gibt, also genau wie von dem Mädchen, wo du sagst, mit der Entführung, das ist beobachtet worden, mehr als eine Person. Auch da gibt es Zeugen, wie Gundolf Köhler mit mehreren im Auto zur Wiesn gebracht wurde und man stur bis auf den heutigen Tag das Ganze in diese Einzeltätergeschichte, der dann auch das ist ja total praktisch, sich selbst mit in die Luft gejagt hat und damit das Thema natürlich auch erledigt ist. Also irgendwie so eine Masche, die ganz gut funktioniert. Man hat den Schuldigen und der Schuldige muss schweigen, aufgrund von nicht mehr physischem Vorhandenseins. Das ist ein sehr beliebtes Spiel im deutschsprachigen Raum. Und nicht zuletzt eben die angesprochene Geschichte NSU. Dort ist es ja nicht anders. Da gibt es zwei in Anführungsstrichen Tatverdächtige.
Mundlose Bernhard, die sich beim Anblick hoch qualifizierte Killer, muss man dazu sagen, also angeblich, die sich beim Anblick von zwei Polizisten derart erschrecken, dass sie sich gleich erschießen. Und zwar gegenseitig, gleichzeitig und synchron. Und auch noch ihren Wohnwagen anzünden. Ja. Der Dritte, der da rausgekommen ist aus dem Wohnwagen, spielt erstmal keine Rolle. Den Leute gesehen haben. Nun ja, also da gilt wieder diese Zweier-Täter, muss man ja, ja eigentlich sagen, Täter-Theorie. Aber es ist im Grunde so, die, ich sag mal, jene, die aus der Reihe tanzen konnten, um sich selber zu retten, werden geopfert, bleiben tot auf der Strecke. Und es ist dann, als hätten die einen Trichter, wo man alle ungelösten Fälle reinstecken kann. Alles, was man über Jahre hinweg versucht zu lösen, aber nicht lösen darf, den in die Schuhe schiebt. Das ist eine ganz beliebte Sache. Wir sehen das ja jetzt in München vor Gericht, wo der NSU-Komplex verhandelt wird. Es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass diese beiden auch nur an einem Tatort waren. Und das wird auch so weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, habe jetzt auch dazu was geschrieben, also ein Buch, bin der festen Überzeugung, dass wir hier auch eine Art Fall Priklopil haben oder Köhler. Das ist die Masche, mit der die Öffentlichkeit letztendlich gesteuert werden soll in ihrer Meinung und in ihrer Auffassung, das ist ja sehr wichtig, die Behörden würden alles tun. Natürlich tun die alles. Die tun alles, um die Aufmerksamkeit und die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja. Man muss aber natürlich wissen, ich weiß nicht, das weiß ich in der Tat nicht, wie das in Österreich ist, aber in der BRD hast du ja eine Struktur, eine höchst problematische Struktur, was die sogenannte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften betrifft. An der Spitze der jeweiligen Bundesländer stehen politische Beamte als die jeweiligen Generalstaatsanwälte. Und insofern hast du eine Staatsanwaltschaft, wo die darunterliegende Staatsanwaltschaftsstruktur abhängig ist von den Weisungen des jeweiligen Generalstaatsanwaltes. Und das, wie gesagt, ist eine politische Figur.